Oh, mehr da. Hey, Boss. Ich bin sofort hergekommen. Setz dich, Tom. Wir haben einen Maulwurf. Nein. Wer? Ich lag die ganze Nacht wach und habe mir das Hirn zermartert. Awesome! Einer von uns, der nicht genug verdient. Jemand mit leichter Brieftasche, der eventuell bei Morello anklopft. Frank war nicht da, also bin ich zum Safe, um die Bücher durchzusehen. Er bei uns möglicherweise zu wenig verdient. Was kam heraus? Die Bücher sind weg, Tom. Frank. Ich kenne ihn seit über 50 Jahren. Alles, was ich habe, habe ich durch Frank. Jeder Dollar, den wir verdient und ausbezahlt haben, steht in diesen Büchern. Wenn er sie den Behörden gibt, sind wir erledigt. Frank respektiert nur eine Person in der Stadt, und das sind Sie. Das muss ein Missverständnis sein. Ich rufe ihn ständig an. War bei ihm zu Hause. Er ist weg. Frau und Kind auch. Aber warum? Keine Ahnung. Er wird seine Gründe haben. Vielleicht hat er den Hund nie vergessen. Den Sie ersäufen wollten. Ja. Als ich ihn nicht ersäufen durfte, habe ich ihn abgeknallt. Ich war ein dummer Junge, Tommy. Aber ganz egal, wir brauchen diese Bücher zurück. Geh zu unseren Informanten. Vielleicht weiß jemand was. Wenn du Frank erwischst, hol diese Bücher. Und wenn er sie nicht bei sich hat, quetschst du aus ihm heraus, wo sie sind. Danach musst du, was getan werden muss. Vincenzo wartet mit einem sauberen Wagen auf dich. Tenchi, Zwinkersmäulis, du. Haben wir noch gerade auf der Liste der nicht zu nutzenden Emotes. Diese Bücher kriegen. Knechtung? Ja, ich will. Dankeschön für 19 Monate. Ey, Vini. Das darf nicht ans Licht kommen, Tom. Fang mit Biff an. Aber gib ihm nichts. Ich habe hier einen neuen Wagen. Und hier ist noch was, wenn du willst. Nee, ich mag den überhaupt nicht. Frank Lupara, weiß er Bescheid. Alte Schule. Ich kann mit Zwinker-Smileys nichts anfangen, du. Wir fahren heute im Cabriolet. Macht euch schon mal die Haare schön, ihr Klonschnecken. Geht los. Aber jetzt fahren wir mal auf. Wir fahren mal geschmeidig, du. Schöner Ausritt auf dem Samstag. Ach ja, das ist heute aber erst richtig kalt hier, muss ich sagen. Ich glaube, ich muss mir gleich noch einen Pullover anziehen, so kalt ist das. Motorräder sind auch echt schön. Ja. Leert sich der Tank, wenn man fährt? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Die Frage habe ich mir vorhin auch schon gestellt. Junge Dame, nur schreckst du nicht gleich so. Ey.
Wie viel habt ihr oben bei euch? Also meine Uhr sagt 11 Grad. Ich habe aber alle... Ja, es regnet. Ich habe alle Fenster auf in der Wohnung. Es ist kalt. Und meine Freundin kommt noch zu Besuch. Mal gucken, wie das ausgeht heute. Tommy, was ist los? Gibt's irgendetwas Neues? Was den Don interessieren könnte? Vielleicht. Was wär's dir wert? 20 Mäuse. Besser 40? Gut, dann raus damit. Das FBI ist hier. Morello hat denen was gesteckt, aber ich weiß nicht was. Wer sagt das? Little Tony hat einen Typen in Black Cat abgefüllt und nach Hause gefahren. Hat hübsch gezwitschert. Fragt ihn. Okay. Danke. Ich glaube, ich mach das mal schnell, Leute. Aber ich mache mir da erstmal schön Tee, wie so ein alter Opa, du. Ja, ist der Tanne. Schön, dass es funktioniert hat. Hey, FCK, moin, ich grüße dich. Und soll ich sagen, ich grüße dich auch moin. Was geht? Alles gut bei euch? Ich glaube, irgendwann werde ich mir so eine Loopstation mal besorgen, Leute. Welcome to a WLH Sports Report. There's a sense of anticipation as we await the start of the big game. Our very own Lost. Ich glaube, irgendwann werde ich mir das wirklich, wenn ich mal ein bisschen Platz habe, werde ich mir so ein Ding holen. Oh! Frisch getrennt nach 6,5 Jahren. Sonst ist alles schick. Naja, sieh's mal positiv, FCK. Vielleicht wirst du noch jemanden finden, der besser zu dir passt. Vielleicht wirst du jemanden finden, der besser zu dir passt. Hat mich eh betrogen. Dann wirst du definitiv jemanden finden, der garantiert besser zu dir passt. Yes! Ich lenk dich gerne ab, ist kein Problem. Okay. Schnappatmung. ABS hat reingekickt. Dann ist der Mund aber nicht mehr trocken. Bei was denn? Ich lenke. Ey, sag mal, jetzt fang doch nicht an wie die OPS-Dame. Haben Sie eher gesagt oder meinten Sie F? Ich meine R. Hola, muchachos. Huh? ¿Cómo está? ¿Está bien? Huh? Alles okay, Tom? Oh, wie gerne... Okay, ich muss das jetzt ganz kurz mal fragen. Wer von euch hätte auch gerne einen Billardtisch zu Hause? Oh, du hast einen Bird? Ah, Mann, ich bin positiv neidisch auf dich, Mann. Ah, gönn dir, Alter. Ah, hätte ich jetzt so gerne einen Billardtisch zu Hause, ne? Irgendwann mal, wenn ich groß bin. Ja. Irgendwann noch mal eine Session mit Peter geplant. Ich habe Tränen gelacht. Peter, welcher Peter ist Still I Rise? Ich habe einen im Keller, aber das Ding ist so alt, dass der kaum noch, dass du kaum noch spielen kannst. Das ist natürlich ärgerlich. T minus 81 Minuten. Ach so, mit Peter Pete. Ich habe gestern mit Jay, Twitch Prime. Pete, Daluka, Dadosh, Ray, Mike, Mikkel, Kalle. Wir haben gestern zusammen Among Us gespielt. Und ich habe gestern Pete sogar was Schönes gepitcht. Also weiß ich nicht, ob ich nochmal mit Pete fahre. Werden wir sehen.
Werden wir sehen. Wir reden von einem richtigen, kein zum Tisch spielen. Nee, ich meine richtig Pool. Pooltisch. Uff, hab's verpasst? Nee, hast du nicht. Kommt am Dienstag bei YouTube. Still I Rise. Kommt am Dienstag bei YouTube. Haben wir aufgenommen, unabhängig vom Stream gestern. Nein, ist es nicht. Was war das mit dem Typen, den du heimgefahren hast, von den Feds? Der wollte erst nur einen Drink. Am Ende waren es 10. Hat Leute für eine Art Unterschlupf gesucht. Wo? Oak Hill, Ecke Palm. Hat 10 Mäuse gezahlt, damit ich ihn zurückfahre und den Mund halte. Hat verraten, dass Stadtrat Gilotti einen Deal zwischen Morello und dem FBI vermittelt hat. Die haben da drin jemandem aufgelauert. Warum hast du nichts gesagt? Tom, das hab ich. Frank weiß Bescheid. Hat er dem Don nichts gesagt? Nein, nein hat er nicht. Tom, was ist los? Die Scheiße ist am Dampfen, Bagger. Das ist los. Hey, mal so nebenbei. Weil mir das gerade auffällt. Die letzten Tage sind sehr viele neue Gesichter da. Also neue Namen, die ich noch gar nicht kenne. Schön, dass ihr alle hier seid. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Fühlt euch wie zu Hause. Also da sind wirklich so einige dabei, die ich schon noch nie wirklich gelesen habe. Schuffi, Dankeschön für 33 Monate. Das ist kein Snookertisch, Magga. In den 30er Jahren haben Leute Snooker auf Pooltischen gespielt. Und das ist definitiv ein Pooltisch. Der Snookertisch, den wir von heute kennen, entwickelte sich später in einer größeren Form. Das ist auf jeden Fall kein Snookertisch, kann ich dir jetzt schon sagen. Nope. Das ist ein Billardtisch. Also ein Pooltable. Mhm. Wieso spielt man Snooker auf dem Pooltisch? Weil die das damals noch nicht in der Größe hatten. Das Regelwerk zu Snooker entwickelt sich später, glaube ich, in... Wenn ich mich nicht recht erinnere, nagelt mich nicht fest, aber ich glaube, in England wurde das später verfeinert sozusagen und der Tisch dazu auch noch entwickelt. Und dann gab es, also in den vorigen Zeiten haben die Leute halt auf dem Pool-Tisch mit Snookerkugeln gespielt. Da gab es das Pool an sich auch noch nicht. In der Form, wie wir es heute kennen. And that's why he's playing Snooker on a pool table. In the 30s. So, dann mal rein hier. So, wir müssen auf die Brücke. Entspann dich dahin. Das bringe ich an. Ja, mach doch. Das würde ihn feuchten Kirche interessieren, ob dort anprangern ist oder nicht. Schreib das doch mal bei Twitter. Da kannst du gerne Sachen an Pranger stellen. Ruckzuck hast du die Leute bei dir. Reg dich darüber auf. Auf einmal kauft kein Mensch mehr Mafia. Die 10 Leute, die da ganz laut rumkrakeln, tun so, als wenn sie alle wären. Und keiner mag Mafia mehr. Oh Mann, was für ein Scheißgame, Alter. Die spielen nach einem Flug auf dem Pooltable, Mann. Voll unrealistisches Scheißgame. Würde ich nie kaufen, den Mist, ey. So eine Kacke. Scheiß Definitive Edition. Geh bloß kein Game raus für den Scheiß. Drecksgame. Siehst du auch so, ne? Was macht ihr hier? Three White. Oh, das war ich nicht. Das war meine Katze. Was machst du denn gerade? Möchte wieder meine frisch angezogene Strickjacke mit deinen Haaren versehen. Hallo. Excuse me, Officer. Full out. Mann. Was wird denn das jetzt hier? Hallo. Oh!
Oh, wo ihr gerade Clips schreibt, könnt ihr mir einen Gefallen tun, Leute? Falls ihr Clips machen solltet und ihr seid bei uns auf dem Discord drauf, würdet ihr so lieb sein und die dort in den Discord-Channel hauen? Das macht dem Cutter das vielleicht ab und an ein bisschen einfacher. Und wir können mehr Highlight-Videos quasi machen. Wenn es für euch keine Umstände macht, das wäre super lieb von euch. Das wäre spitze. Ich bin noch gar nicht auf dem Discord. Ja, man muss ja nicht alles mitmachen, ne? Ich sag mal, ich glaube, ganz so richtige Ultras, also Disney-Ultras, habe ich wenige, die überall sind. Hier ist es wohl. Hau mal rein in die Parklücke. Sims? Ich habe keine Sims, du. Ich habe nicht jeden Monat $1000 Donations und so einen Scheiß. Also. nee. Noch nicht? Was noch nicht? Verzeihung, Leute, ich habe gerade mit der Katze gespuckt. I'm sorry. Jetzt macht doch das Auto an. Zeig mir diese Geschäftsbücher, Frank. Der hat die Geschäftsbücher geklaut. Der ist wohl scheinbar, der hat wohl scheinbar die Familie gewechselt. Oh, du hast noch keine Mafia gesehen? Still Arise? Filme? Oh, du hast aber echt was verpasst. Da hast du was verpasst, mein Freund. Warum hält er seine Hand so schräg? Zu irgendeinem Treffen sein. Was ist denn los, das ist weg, neu. Ist sie kalt? Kalt? Du bist warm. Deine Nase hat noch Farbe, also ist sie nicht kalt. Scheiße. Sie bringen dich zum Flughafen, Frank?
Ja, Mafia 3 war Still Ira ist der schlechteste Titel aus der Reihe, würde ich sagen. Der war nicht so gut. Hey, Moonwalker. Kaufempfehlung ausgesprochen. Kaufempfehlung schließe ich eigentlich nie. Also ich empfehle Spiele eigentlich nie, außer sie sind bei Epic, weil da kann man nämlich mit dem Creator Code HC Dizzy noch mich unterstützen. Also würde ich sagen, ja, kauf mal. Mir persönlich gefällt es sehr, sehr gut. Also haben sie sehr schön gemacht. Den Remake. Ob man das jetzt selber kaufen möchte, das liegt ganz bei dir. Aber mir gefällt es. Ist genauso, wie ich mir das eigentlich immer vorstelle. Es ist ein interaktiver Kinofilm. Gott, Story sie bringen ihn in einen anderen Staat oder sowas. Mist, das ist nicht gut. Holy shit, was ist denn hier los am Flughafen? Was hast du denn gefunden, Mücke? Am 21.10. Aber wir sind doch erst im 9. Wo muss ich denn jetzt hin hier? Einfach über den Zaun? Die Polizei hat ja... Die passt richtig gut auf die Polizei. Wieder alle Koppers erschießen? Oh Mann. Wir machen das einfach im richtigen Mafia-Stil, Leute. Wir schießen einfach alles über den Haufen. Wir schießen einfach alles über den Haufen. Rein mit dem Tommy und abfahren. Und hier Munition. Das für ein Beamer. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Okay, boy. Oh, I need to go. What's about him? Ei. Ich hab Medizin gesehen. Wo war Medizin? Unten? Employees only. Aha. Excuse me, officer.
Ey, da kommen wir nicht ran. Hab ihn gefunden. Geil. Oh, nice, Repetierflinte. Oh, come on, der war doch drauf. Hallo. Können Sie bitte mal pieken? Natürlich genau denn, wenn ich loslaufen will, du Arsch. Oh, ich habe noch einen Schuss. Quick. Yes! Hat der eine Sniper? Wow! Was game? So, dass das Ding nicht snipern kann, oder wie? Hm. Doch, auf F. Also das Präzisionsgewehr ist ja... What? Gewalt erzeugt Gegengewalt. Hat man dir das nicht erzählt? Oh, nice Headshot. Shroud wäre stolz auf dich. Oh, oh, Moment, oh, Moment. Wieso seid ihr da aus dem Auto raus? Shit, ich bin fast tot. Oh, was ein Headshot. Als ob du zwei Kugeln mit dem Revolver aushältst. Hallo. Hallo. Oh shit, ich habe keine Munition mehr. Das war nicht so gemeint. Das war ein Witz, okay? Guck, guck. Giggity, 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 giggity. Oh, he dead. Hey, nicht sicher. Moin, mir geht's super. Wie geht's dir? Oh, wo ist er da? Ey. Are you serious? Drei Dinger? Wow. Wow. And we're dead. Scheiße. Ich hätte mir das Auto nehmen sollen. Ich hätte mit dem Auto einfach fahren sollen, ne? Okay, Ladies and Gentlemen. Wir machen es wie richtige Männer. Oh, Handgranaten? Hallo? Magga. Magga, geh ins Auto! Oh Mann, ich darf keine Autos mitnehmen. Na gut. Oh, das war aber geschmeidiger Headshot, mein Freund, du. Hey. Oh!
Schwein, ey. Ich wollte gerade sagen. Oh, oh. Diese Thompson. Oh. Ellie Hoop. Oh, 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 oh Gott. Defense. Du Schwein, du. Hier ist doch bestimmt Medizin irgendwo drin, oder? Handgranaten. Ja, Handgranaten sind ja eigentlich auch wie Medizin, wenn man es wissen. Und wie sagt man? Aha! Coletti. Hier? Oh, oh Gott, nein, oh, oh Gott, nein, ich war gerade. Kobe! Ihr lebt beide noch? What the fuck? Wie könnt ihr beide noch leben? What? Du cheatest, du Schwein! Wie er das überlebt, die Sau, ey. Neben ihm explodieren die Autos. Kein Problem. Muss gar nichts passieren. Jetzt habe ich natürlich mein Fluchtfahrzeug kaputt gemacht, ich Arsch. Naja. Oh, wird schon gehen irgendwie. Hey, Regenschirm rot, moinsen. Tom. Frank. Der Don schickt mich. Dachte ich mir. Tut mir leid, dass du es sein musst. Soll ich ihm was ausrichten? Ich wünschte, es wäre besser gelaufen, aber Morello hat mir nachgesetzt. Ist okay. Ihr könnt rauskommen. Morello bot mir einen Tausch an. Die Geschäftsbücher für unser Leben. Und einen Flug aus der Stadt. Hat er die Bücher schon? So dumm bin ich nicht. Sie sind sicher. Morello wartet auf das. Ein Schließfachschlüssel bei der Grand Imperial Bank. Ich sagte Morello, ich würde ihn übergeben, wenn das Flugzeug startklar wäre. Seine Männer wollten ihn vor dem Abflug holen. Habe ich erledigt. Sie sollen einsteigen. Also, March, Alice, steigt ein. Frank, du kommst mit uns. Nicht jetzt, Schatz. Schnallt euch an. Tommy und ich haben etwas Geschäftliches zu besprechen. Aber Frank... Steig ein, Marge. Für Alice. Für mich. Alice! Alice! Bitte steigt in das Gute verdammte Fuck. Flugzeug. Alice. Wurdest du bezahlt? Ja. Dann jetzt doppelt. Du fliegst die Damen hin, wo sie hin möchten. Ja, Sir. Danke, Tom. Gott, Frank. Wir hätten dir doch geholfen. Ich wollte einfach aussteigen. So oder so.
Ich bin müde, Tommy. Müde, meine Frau anzulügen. Müde, vor jeder Fahrt unter den Wagen zu schauen. Und müde zu warten, bis mich der Don abknallt. Gottverdammt, Frank. Das war noch richtige Maschine, du. Da musste man noch was machen zum Fliegen. Da gäb's noch keinen Autopiloten, du. Mann, Mann, Mann. Da hat er aber nicht den Apex getroffen. Da hat er aber nicht den Apex getroffen bei der Kurve. Also kein Wunder, sag mal, Tommy, dass aus dir kein Rennfahrer geworden ist. Mich wundert das nicht. Bin ich ganz ehrlich. Guten Tag, Sir. Hallo, ich habe einen Schlüssel und ich würde sehr gerne was holen. Brauchen Sie einen Ausweis? Habe ich nicht. Wo sind bitte die Schließfächer? Unten bei meinem Kollegen, Sir. Danke. Gut. Was ist denn unten? Hallo. Da waren Banken noch schön. Ja, der Tag ist super. Der Tag ist Weltklasse. Hola. Ich hoffe, du bleibst anständig. Na klar. Hallo. Ich möchte zu den Schließfächern. Für Frank Coletti. Ah ja, Mr. Angelo? Ja. Mr. Coletti hat uns mitgeteilt, dass Sie Zugang erhalten sollen. Bitte folgen Sie mir. Na klar. Herr Kotletti, also, ich bin ja nicht so ein großer Kotelett-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat jemand von euch ein Schließfach? Wow, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich holte die Bücher und verwischte meine Spuren. Salieri stellte nie irgendwelche Fragen. Abgesehen von der Beerdigung hat er nie wieder über Frank geredet. Tommy, was aus dir geworden ist. Ach, Tommy. Die Poren im Gesicht. Wahnsinn. Du machst meine Jungs nervös, Marco. Sergio und ich wollen Frank nur unseren Respekt erweisen, mir nicht. Ich habe ihn lang gekannt. Fast so lang wie du. Ein guter Mann. Klug. Loyal. Loyal zu seiner Frau und vor allem seiner Tochter. Wenn darin keine Ehre liegt, Enyo. Mag sein. Und doch stehe ich hier vor dem Grabstein seines kleinen Mädchens. Das Leben ist hart.